Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Platin Together. Das letzte Mal sind wir vor dem Team Galactic Gebäude stehen geblieben. Und mittlerweile scheint Kilian hineingelaufen zu sein. Am Team hat sich nichts verändert, also ein bisschen hochgelevelt. Im Fernsehen läuft nichts Interessantes und wir reden. Wollte nichts sehen. Danke. Lass mich weg. Falls es wen interessiert, ich denke, der kann jedes Mal, wenn er nicht schnell genug lesen kann, einfach posten. Oh Gott, ich habe es wieder angeklickt. Okay, Gott sei Dank. Und wir kämpfen gegen diesen Trainer. Das wollte ich sagen. Du wirst unsere Forschung nicht sabotieren. Für Team Galactic. Ich habe heute mal die Mikrofoneinstellung ein bisschen hochgedreht und die Soundeinstellung alles ein bisschen lauter gemacht. Ich rede dafür jetzt einfach mal ein bisschen leiser, weil ich die doch schon um einiges lauter gemacht habe. Ich denke, so wird es aber dann im Endeffekt passen. Warte, das ist ja gar kein Wasser-Pokémon. Dann können wir, ich denke, Knirscher ist ganz gut. Wenn ich mich nicht richtig entsinne. Nee, das ist ganz normal. Ist aber ein Volltreffer gewesen, von daher ist es trotzdem gut. Und ich denke, ein Surfer sollte auf jeden Fall Porygon 2 besiegen. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Porygon besessen. Deswegen wollte ich gerade schauen, was für ein Typ das ist, aber das kann ich jetzt gar nicht, obwohl ich kann es im Pokédex nachschauen. Können wir auf den nationalen Pokédex wechseln? Nee. Und eigentlich sollte ich jetzt nicht hier alles nach einem Porygon absuchen. Aber ich tue es jetzt einfach. Da kann ich nämlich auch gerade mal kurz schauen, was für Pokémon es überhaupt in dieser Edition existieren. Da sind nämlich schon auf jeden Fall einige interessante dabei. Und auch jede Menge sogar. Da haben wir Porygon und Porygon 2. Größe, Gewicht, Form. Da steht er gar nicht dabei, oder? Steht er wohl erst, wenn wir es gefangen haben. Dann ist auch geil. Dann gehen wir weiter. Ein Bericht haben ewig hinaus Pokémon-Statuen. Müsstest du ihn lesen? Ja. Pokémon-Statue Inschrift 1 vom gestohlenen Schild. Die Schöpfung von Dialga, dem Meister der Zeit. In Lachen steckt Wein und umgekehrt fällt sich die Zeit. Die gleiche Zeit fließt weiter. Der Segen von Dialga ist mit allen. Der blaue Text wurde mit einem höchst technisierten Gerät sichtbar gemacht, das der Boss selbst gefertigt hat. Möchtest du weiterlesen? Ja. Pokémon-Statue Inschrift 2 vom Schurmschild. Die Geburt von Palkia, dem Schöpfer der Paralleldimension. Lebendig und doch nicht schwebend. Und doch nicht schwebende Risse im Raum und im seltenen Universum zu wirken. Der Segen von Palkia ist mit allem. Der Blautext ist ja das gleiche. Okay, da haben wir das durchgelesen und wir gehen umlang. Da waren wir nämlich falsch. Und doch richtig. Und jetzt gehen wir unten lang. Was haben wir hier? Okay, alles gehört Team Galactic. Das ist schon mal sehr wichtig, das zu wissen. Das heißt, wir müssen hier gar nicht hin. Also gehen wir einfach den ganzen Weg zurück. Oh Moment, hier war ja noch eins. Genau. Und hier sind wir richtig. Psst, hier drüben. Huhu.
Diese Zusammenkunft von Team Galactic, was denkst du? Hat sie zu bedeuten? Die Musik ist sehr unpassend. Hochgeschätzte Mitglieder von Team Galactic, hört meine Worte. Mein Name, so wie ich heute vor euch trete, lautet Cyrus. Diese, unsere Welt ist barbarisch und plump, mit einem Wort unvollendet. Schon immer war das Überleben hier in dieser Welt von Mühsal erfüllt. So wird es auch immer da bleiben. Menschen wie Pomod sind in ihrer Art unvollkommen. Dieser Mangel an Perfektion lässt uns kämpfen, lässt uns andere verletzen. Es ist schrecklich anzusehen. Ich hasse diese Unvollständigkeit. Mit meinem ganzen Körper, mit meinem ganzen Wesen verabscheue ich sie. Die Welt muss makellos sein. Die Welt muss sich ändern. Doch wer übernimmt diese Aufgabe? Wer nimmt es auf sich, sie zu ändern? Ich, Cyrus und Team Galactic. Ja, jeder und jeder einzelne von euch. Gemeinsam sind wir Mythen auf den Grund gegangen und haben ihre Geheimnisse offengelegt. Gemeinsam haben wir legendäre Pokémon gefangen. Nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir über die Energie verfügen, die Welt zu verändern. Welten, die wir uns nur in Träumen vorstellen konnten, sind nun in unserer unmittelbaren Reichweite. Versteht mich richtig, meine Freunde. Mein lang ersehnter Traum steht kurz davor, Wirklichkeit zu werden. All jene, die zum Kraterberg gehen und jene, die hier bleiben werden. Jede von uns hat eine Mission, so unterschiedlich sie auch aussehen möge. Steckt unser Herz doch für dasselbe Ziel. Ruhm sei mit Team Galactic. Meister Cyrus ist der Größte! Puh, das war also Cyrus, der Boss von diesem Team Galactic. Eine beeindruckende Vorstellung, oder? Noch dazu für einen so jungen Mann. Als ich noch so jung war, aber eine Welt nur für Team Galactic zu erschaffen, für niemand anderen. Was für ein absurder Plan, so absurd, dass mir ganz schwindelig wird. Aber es kann auch am Wetter liegen. Eine neue Welt, wie soll die aussehen? Und was passiert mit dieser hier, mit dieser unvollkommenen Welt? Nun gut, es ist die Aufgabe der internationalen Polizei, diese Dinge zu untersuchen. Und ich bin ja hier der anwesende Vertreter dieser genialen Spürnasen. Somit muss ich mich nun um Aufklärung bemühen. Ich verabschiede mich nun. Sei vorsichtig auf deinem Weg. Auf deinen Wegen, so. Ja, nun war das geschafft. Ich denke, dann können wir auch schon zurückgehen. Oder wir gehen einfach weiter. Hier sind Bette. Oh, wir haben eine Polo-Popo gefunden. Eigentlich wollte ich nur schlafen. Obwohl unsere Pokémon eh alle voll geheilt sind. Aber das ist egal, wir gehen weiter. Okay, hier sind noch einige zu besiegen. Dann tun wir das auch. Genießt du deine verwirrende Tour durch das Hauptquartier von Team Galactic, zu der du keinerlei Berechtigung hast? Hallo kleiner Trainer, du bist bei dem Team Galactic schon eine Berühmtheit. Wer dich außer Gefecht setzt, bekommt eine Beförderung. Okay. Beides sind Gift-Pokémon. Server trifft beide. Oh, Moment, Server trifft auch nicht. Ja, dann schauen wir mal, wer am meisten aushält. Nick hält einiges aus. Dafür sind die anderen zwei ziemlich schnell weg. Ah ja, das war nicht durchdacht. Ich meine, das war sowieso nicht durchdacht. Dann sollte ich wohl jetzt aufhören, mich gegenseitig anzugreifen. Wohl Unlicht dürfte gar nicht so schlecht. Ach komm, ich mach nochmal hier Server. Und Nick
wird ausgetauscht mit Bendigo. Dann machen wir uns relativ wenig Schaden. Und die anderen zwei dürften relativ schnell besiegt sein. Überraschenderweise schon wieder ein Volltreffer. Ja, jetzt kommen alle die Erfahrung. Und das letzte Pokémon. Das machen wir mal mit der Wasserdüse und mit Aeoras. Ich denke, das reicht auf jeden Fall. Die zwei hätten wir auch eigentlich einzeln anreden können, oder? Ja, wäre gegangen. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Geh mal einfach ins erste rein. Da ist auf jeden Fall ein Item versteckt. Das hat man gerade so erkennen können. Dann wird das letzte wohl das Richtige sein. Top Elixier, okay. Ah. Ja, okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Dann ist der letzte Weg auf jeden Fall der richtige. Oh. Ich will jetzt nicht extra zurücklaufen. Deswegen mache ich das mal kurz so. Haben wir noch Kumomilch? Ja, noch mehr als genug. Und Nick. Dann können wir eigentlich uns mit Cyrus anlegen. Du bist also gekommen. Ich nehme an, du hast meine Rede gehört. Hehehe. Das ist natürlich nur eine große Lüge. War insofern, als es in meiner Absicht liegt, eine neue Welt zu erschaffen. Doch in dieser Welt ist kein Platz für Team Galactic. Diese neue Welt wird nur mir selbst einen Platz bieten. Wäre es anders, dann wäre es nicht die vollkommene, perfekte Welt, die mir vorschwebt. Du hast meine Handlanger gesehen. Eine erbärmliche Truppe. Du konntest dich selbst von ihrer Nutzlosigkeit und Unvollkommenheit überzeugen. Ich kenne den Grund deiner Anwesenheit. Er ist spürbar. Es geht dir um Selfe, Tobolz und Vesprit. Richtig? Du willst sie retten. Nun, meinen Plänen dienen sie nicht weiter. Ich brauche sie nicht mehr. Wenn du sie unbedingt retten musst, dann bitteschön, tu es ruhig. Es ist mir einerlei. Oder nein, es würde mir sogar den Ärger ersparen, sie wieder loszuwerden. Eines will ich dir aber noch sagen. Ich finde dich recht bemerkenswert. Was verbindet dich mit diesem Pokémon? Rein gar nichts, ist es nicht so? Und trotzdem bist du zu ihrer Rettung geeilt. Doch warum? Nächstenliebe? Mitleid? Diese kläglichen, unnützen Gefühle. Sie sind unlogisch und irrational. Nur minderwertige Herzen, die Menschen sie haben, können solche Empfindungen hervorbringen. Nur hat dich diese Sentimentalität mir in die Arme getrieben. Du wirst es bereuen, der Stimme deines Herzens Folge geleistet zu haben. Oh Gott sei Dank ist sie ja fertig mit dem Reden. Und wir können endlich kämpfen. In Sneebel? Ich denke, wir holen als erstes mal Lupin rein. Obwohl eigentlich jeder gut gegen Sneebel ankommen sollte. Ich hoffe, Feuersturm hat eine hohe Trefferrate. Relativ hoch. Auf jeden Fall dürfte es höher als Blizzard sein.
Sag ich so, X-Bad, dann bleibt Lupin gerade drin. Obwohl Chris ganz gut gewesen wäre auch. Oh mein, das war sogar dumm. Lupin hat ja Kampf. Egal, dann wird es halt danach ausgetauscht. Oder habe ich einen Angriff? Tempohieb dürfte. Aber das ist Kampf. Trifft Kampf, ist die Frage. Kampf sollte. Okay, Top-Genesung. Das hätte auf jeden Fall gereicht. Aber wir holen jetzt sicherheitshalber Chris rein. Sehr effektiv, davon gehe ich aus. Und jetzt Donner. Raumchef, das dürfte auch ein Flug-Pokémon sein. Aber der hat ziemlich schwache Pokémon. Erstaunt mich. Aber ich denke nicht, dass das auch seine stärksten waren. Das würde mich verwundern. Ich glaube, der kommt wieder. Interessant, aber auch etwas merkwürdig. Jetzt verstehe ich, du bist wahrhaftig stark. Und diese Stärke ziehst du aus der Zuneigung, die du deinen Pokémon gegenüber empfindest. Was für eine Schwendung. Diese Gefühle sind doch nur Illusionen. Und wie alle Illusionen verblassen sie mit der Zeit, bis das Ende sich für immer vernichtet. Dies ist der Grund, aus dem ich jegliche Emotionen abgelegt habe. Denn sie sind nichts als unnütze Sentimentalität. Reden wir nicht mehr darüber. Du wirst meine Argumentation ohnehin nicht richtig verstehen. Doch erkenne ich deinen Mut und deine Stärke an, alleine hergekommen zu sein. Nimm dies zur Belohnung. Okay, so bekommen wir also den Meisterball. Es gibt keinen besseren Pokéball als den Meisterball. Kein Pokémon, dem du in der Wildnis begegnest, kann sich ihm entziehen. Mir nützt er überhaupt nichts. Pokémon mache ich mir nicht zu Freunden oder Partnern, wie ihre Trainer es tut. Ich setze sie nicht zu meinen Zwecken ein, wie es andere Mitglieder von Team Galactic tun. Stattdessen mache ich mir die Kraft der Pokémon selbst zu eigen. Wenn du die Pokémon der Seen retten möchtest, dann nimm den Teleporter im anderen Raum. Ich begebe mich nun zum Kraterberg. Den Berg will ich erklimmen, um an seiner Spitze mein Schicksal ins Auge zu blicken. Dort werde ich meine neue Welt erschaffen. Oh, entweder ist es vorbei. Hier geht's raus, dann gehen wir erstmal da oben lang. Hier gibt's nichts oder was? Ja, ziemlich unüblich, dass man hier überhaupt hin kann dann. Da unten gibt es auch eigentlich was. Ich speichere hier. Und falls das da unten jetzt ein Pokémon-Trainer ist, beende ich den Part. Und wenn nicht, dann können wir das noch gerade fertig machen. Sollen wir das Spiel endlich mal fertig speichern? Unsere Taten machen mir ein richtig schlechtes Gewissen. Das Experiment ging wirklich zu weit. Ich weiß nicht, ob ich die Pläne von Meister Cirrus Cyrus noch vertreten kann. Okay, da ist etwas drin. Laufen wir einfach mal durch. Mir ist viel zu übel, um noch ein Wort zu sagen.
Aber was wird da geschaffen, was wir da geschaffen haben? Wohin soll das alles noch führen? Oh, das Vespritz. Als Hilfe, oder Hilfe. Es hat Schmerzen. Esprit ist hier eingesperrt, der Schweif zuckt gleich, das hat Schmerzen. Tupulz ist hier eingesperrt, das zittert und bebt, das hat Schmerzen. Okay. Und was hier vor sich geht, das erfährt ihr dann in der nächsten Folge, wenn Killian spielt. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.